Hallo Leute, ich bin der Miro und wie im letzten Leak-Video angesprochen, gibt's heute einen kleinen Tipp oder Trick oder wie auch immer man das nennen mag. Bevor wir damit aber anfangen, möchte ich noch kurz ein, zwei Sachen erläutern. Und zwar werde ich versuchen, Tipps und Tricks-Videos immer im Wechsel mit Gameplay-Videos zu bringen. Wobei dazu gesagt sein sollte, dass wenn ich keinen Tipp oder Trick für euch habe, dann wird das logischerweise auch nicht kommen, weil ich werde mir nicht irgendeine Scheiße aus dem Arsch ziehen, einfach nur um die Videoreihenfolge beizubehalten. Und angemerkt sollte auf jeden Fall auch noch sein, dass Rainbow-Veteranen werden wahrscheinlich jetzt nicht so viel dabei lernen. Das geht eher an die unerfahreneren Spieler, da ich auf jeden Fall ja auch nicht das Rad neu erfinden werde für Rainbow-Spieler, die auch schon lange dabei sind. Jetzt aber endlich zum eigentlichen Thema des Videos. Ich dachte, wir fangen zu Beginn erstmal relativ klein an und nehmen einen recht simplen Trick, und zwar wie man mit Granaten eine Softwall hotbreachen kann. Das Ganze ist vom Grundprinzip her recht schnell erklärt, und zwar bestehen normale Softwalls immer aus zwei ganz dünnen Wänden mit einem Zwischenraum, in dem sich ein Holzgestell quasi verbirgt. Was hin und wieder ein bisschen tricky sein kann bei dem Hotbreach mit Granaten, aber grundsätzlich müsst ihr einfach nur eine Granate in den Zwischenraum werfen und liegen lassen. Ihr müsst sie nicht vorher kochen oder so, einfach reinwerfen, weggehen und die Wand wird hot gebreached und ihr könnt instant reingehen. Hin und wieder kann es aber vorkommen, dass die Granate nicht auf einem Balken quasi auf halber Höhe hängen bleibt, sondern ganz nach unten durchfällt, und dadurch habt ihr dann quasi nur einen kleinen Hotbreach am Boden, und der verschafft euch natürlich trotzdem einen Eingang, aber keinen, in dem ihr während des Eindringens effektiv mit dem Gegner kämpfen könnt. Der Trick ist derzeit wirklich nur mit Finca sinnvoll, da die anderen beiden Operator, die Granaten besitzen, Bug und Sledge sind und quasi schon selbst ihr Gadget mitbringen, um Wände zu breachen. Wobei man natürlich trotzdem den Trick mit den beiden anwenden könnte, da man, wenn man auf den Granaten-Hotbreach wartet, sein eigentliches Sturmgewehr schon ready haben kann, was bei Bug und Sledge beim Gadget wieder zurück auf die eigentliche Waffe wechseln hin und wieder mal eine Sekunde dauern kann. Hätte man IQ die Granaten nicht weggenommen, hätte man natürlich noch einen Operator mehr, der diesen Trick anwenden könnte. Oder wenn man Capitao nicht die Granaten weggenommen hätte. Oder wenn man Termite nicht die Granaten weggenommen hätte. Aber wie dem auch sei, wie ihr wisst, wechseln die Gadgets hin und wieder durch. Also vielleicht kommt es irgendwann mal zu einem Operator, der das effektiver nutzen kann. Da Finca ja jetzt nicht so häufig gespielt wird. Aber ich hoffe, euch hilft zumindest dieser kleine Tipp. Vielleicht regt das euch auch zum Nachdenken an, Gadgets und Utilities vielleicht mal auf eine andere Art und Weise als den eigentlichen Sinn zu verwenden. Und dadurch neue Wege zu entdecken und das Spiel effektiver zu spielen. Und damit soll es das dann auch schon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ein bisschen informiert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal gibt es dann, wie gesagt, Gameplay. Und bis dahin, bye bye Leute und ciao.